Industriemeister Metall, Industriemeister Elektrotechnik oder Mechatronik. Welchen Industriemeister sollst du machen? Darüber sprechen wir in diesem Video. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach einer Meisterschule und überlegst dir erstmal, welchen Industriemeister willst du eigentlich machen? Da gibt es ja mittlerweile am Markt so viele Industriemeister, Fachrichtungen. Es gibt so ein paar Exoten wie Industriemeister Pharmazie, Fruchtsaft, Getränke. Es gibt den Süßwaren, es gibt den Lebensmittel, es gibt den Textil, Schutz und Sicherheit, Kraftverkehr, Kautschuk. Also es gibt ja wirklich Industriemeister ohne Ende. Welchen Industriemeister willst du denn jetzt machen? Welcher passt zu dir? Welche Fachrichtung passt zu dir? Mit welchem Industriemeister hast du die größten Chancen am Arbeitsmarkt? In diesem Video möchte ich so ein bisschen darauf eingehen und dir so zeigen, was eigentlich die Unterschiede zwischen diesen Industriemeistern sind. Und so ein bisschen den Gedanken mitgeben, dass es so ein bisschen Marketing ist. Warum ist das Marketing? Grundsätzlich, und den Beweis werde ich hier gleich antreten, sind die Industriemeister alle gleich. Das heißt, rein theoretisch oder ganz formal gesehen, ist es egal, welchen Industriemeister du machst. Letztlich bist du ein Industriemeister. Das ist alles das gleiche Niveau. Das heißt, wenn wir in diesen deutschen Qualifikationsrahmen gucken oder in diesen europäischen Qualifikationsrahmen, der Industriemeister ist auf Bachelor-Niveau. Das ist egal, ob du Industriemeister Lack, Chemie oder Metallmaß, alle sind auf dem Bachelor-Niveau. Alle haben den gleichen Schwierigkeitsgrad. Was natürlich interessant sein könnte in deinem Lebenslauf, wenn da steht, ich bin Industriemeister Metall oder Industriemeister Lebensmittel, je nachdem, in welche Branche du arbeiten möchtest, kann das natürlich interessant sein, dass der Arbeitgeber, das heißt die Firmen, sehen dann anhand deiner Bewerbung, okay, der hat hier so eine Fachrichtung, der ist Industriemeister Lebensmittel. Da kann das interessant sein, weil das, was ich dir jetzt gleich zeigen werde, das kennen die Firmen nicht, das kennen die Personalabteilung nicht. Ja, also nochmal, es ist total egal, welchen Industriemeister du machst, es ist fast alles identisch, den Unterschied zeige ich dir gleich, aber es könnte wichtig sein für dein persönliches Marketing, das heißt für deinen Lebenslauf. Ich will da ein bisschen näher drauf eingehen. Zum Beispiel, du kennst ganz viele große Schokoladen- oder Süßigkeitenfirmen, auch aus Deutschland. Ich will jetzt keinen Namen sagen, aber wenn du selber in den Supermarkt gehst und kaufst einen Schokoriegel, da gibt es ganz viele verschiedene. Und du kannst als Industriemeister, als Führungskraft eine Produktionslinie mit einer Mannschaft, mit Anlagenbedienern führen und leiten als Industriemeister Metall in einer Schokoladenfabrik oder Süßigkeitenfabrik. Du kannst das Ganze auch als Industriemeister Lebensmittel machen. Du kannst das Ganze auch als Industriemeister Süßwaren machen. Auch den gibt es, Industriemeister Süßwaren. Jetzt wird wahrscheinlich so ein großer Schokoladen- oder Süßigkeitenhersteller sagen, oh, mich interessiert dieser Industriemeister Süßwaren oder Industriemeister Lebensmittel, kein Metall. Das wird vielleicht der Personaler denken. Aber es ist, wie gesagt, total egal, weil jetzt lüfte ich das Geheimnis, jetzt zeige ich dir, wie die eigentlich alle aufgebaut sind. So, schauen wir jetzt mal rein. So, was habe ich jetzt hier aufbereitet? Du siehst auf der linken Seite den Rahmenplan der handlungsspezifischen Qualifikation für, hier steht es, Elektrotechnik. Auf der rechten Seite findest du den Rahmenplan für Industriemeister Metall. Bitte daran denken, das ist die HQ bei der Basisqualifikation, die ist bei allen gleich. Ja, das sind diese fünf Fächer. Ich gehe nochmal drauf ein. Das ist dann NTG, Naturwissenschaftliche Technische Gesetzmäßigkeiten, betriebswirtschaftliches Handeln, rechtsbewusstes Handeln, Zusammenarbeit im Betrieb und Methoden der Information und Kommunikation planen. Ja, ich weiß, es gibt so ein paar Fachrichtungen, die haben kein NTG, wie zum Beispiel Industriemeister Kraftverkehr oder Textil, schon klar. Aber grundsätzlich ist die Basisqualifikation bei allen gleich. So, jetzt kommen wir auf die handlungsspezifische. Marketing. Vielleicht ist es interessant für dich, Industriemeister Elektrotechnik zu machen oder Metall oder Mechatronik. Das gleiche gilt übrigens auch für Süßwaren und Lebensmittel. Und jetzt zeige ich dir mal die Inhalte dieser handlungsspezifischen Qualifikation. Wir gehen mal hier auf diese Seite hier. So, das kennst du wahrscheinlich aus dem vorherigen Video. Das ist jetzt hier interessant. So, jetzt gehen wir mal hier auf die rechte Seite. So, da zoome ich jetzt auch mal ein bisschen ran.
Nochmal zur Erinnerung, linke Seite ist Industriemeister Elektrotechnik, rechte Seite ist Industriemeister Metall. Und was siehst du? Wir fangen jetzt ganz bewusst an bei Römisch 2, bei der Organisation. Da wirst du drei Fächer haben. Das erste Fach heißt betriebliches Kostenwesen, dann kommt Planung, Steuerung, Kommunikationssysteme, Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. Linke Seite Industriemeister Elektrotechnik. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite gucken. Unter dem Thema Organisation, schau mal an, betriebliches Kostenwesen, Planung, Steuerung, Kommunikationssysteme, Arbeits- und Umwelt- und Gesundheitsschutz. Ups, was fällt uns denn da auf? Das ist exakt das Gleiche. So, wir zoomen jetzt mal hier noch ein bisschen raus. Ah, die Stunden stehen ja nicht, schade, ich wollte gerade an Stunden gucken, egal. Das heißt, was will ich dir damit sagen? Sowohl beim Elektromeister als beim Metallmeister ist das Thema Organisation exakt identisch. Gehen wir auf Römisch 3, Handlungsbereich Führung Personal, das Fach Personalführung, Personalentwicklung, Qualitätsmanagement. Linke Seite Elektrotechnik, rechte Seite Personalführung, Personalentwicklung, Qualitätsmanagement. Ups, auch identisch. Jetzt gehen wir auf die Technikprüfung. Linke Seite siehst du alternativ, das heißt, du kannst hier auswählen, was du machst, entweder Infrastruktur, Systeme, Betriebstechnik oder Automatisierung, ist ja mal egal. Elektrotechnik ist linke Seite, rechte Seite ist Betriebstechnik, Fertigungstechnik, Montagetechnik. Aha, das ist also der Unterschied. Okay, das ist der Unterschied zwischen Industriemeister Elektrotechnik und Metall. Alles ist identisch, bis auf die Technikprüfung. Die Elektriker machen ein bisschen Elektrik und die Metaller machen Metallsachen. Ja, und das ist ja das große Geheimnis der IHK. Bedeutet, die haben den Industriemeister so standardisiert und so viele Fachrichtungen auf den Markt gebracht, dass wirklich ein breites Angebot am Markt herrscht. Das heißt, du kannst quasi aussuchen, welche Fachrichtung du machen möchtest, was zu dir passt. Im Grunde steckt immer das Gleiche dahinter. Ja? Das heißt, du siehst hier, diese Fächer hier unten sind die gleichen Fächer wie hier unten, wie rechts unten. Das ist alles gleich. Ja, diese eine Prüfung, das ist ein bisschen fachspezifisch. Aber ich bin mir sicher, Industriemeister Süßwaren und Lebensmittel ist auch wieder sehr, sehr ähnlich. Und somit hat die IHK, bietet dir am Markt eine Qualifikation an, die für jeden irgendwas dabei ist. Wie gesagt, es gibt auch Industriemeister Textil beispielsweise. Das ist schon echt Wahnsinn. Von daher ist es eigentlich immer das Gleiche. Weil die Prüfungen, die Fächer sind die gleichen. Ja, die sind da ein bisschen fachspezifisch anders. Der einzige Unterschied ist, dass die Personalabteilung, da wo du dich bewirbst, das nicht weiß. Die weiß das nicht und die würden wahrscheinlich gucken, ah, welche Industriemeister hat er denn, welche Qualifikation passt die zu unserem Unternehmen ganz gut. Aber wenn die Personalabteilung einigermaßen ja, aktuell und fit ist, dann wissen die sowas auch und dann können die auch ganz gut damit umgehen, wenn ihr euch als Industriemeister Metall in einem Lebensmittelverarbeitenden Unternehmen bewirbt. So, an dieser Stelle habe ich ja nochmal zwei Beispiele mitgebracht, um das wirklich zu beweisen, dass das so ist. So, ich bin jetzt auf die IHK-Seite gegangen. Hier linke Seite siehst du das. Hier geht es dem Rahmenplan für Industriemeister Klaas. Hier steht Klaas, da. Und du kannst hier Blick ins Buch machen. Ja? Das heißt, du kannst da reinschauen. So, und das zeige ich dir jetzt. Hier, das ist natürlich jetzt nicht der gesamte Rahmenplan, den muss man sich kaufen. Du siehst aber hier sind wir bei handlungsspezifisch, du siehst hier die Testingprüfung, hier steht Glas. So, was siehst du hier bei der Organisation? Wie ich eben sagte, Information, Kommunikation, Planung, Arbeits-, Umwelt-, Gesundheitsschutz, betriebliches Kostenwesen, Personalführung, Entwicklung und Qualitätsmanagement. Ja, jetzt haben die aus Personalführung und Personalentwicklung, du siehst hier rechts, das ist auseinander, da ist es zusammen, es sind aber trotzdem die beiden, also alle, in Summe drei. Hier Information, Kommunikation, Planung, Arbeits-, Umwelt-, Gesundheitsschutz, betriebliches Kostenwesen. Alles identisch. Das ist linke Seite Industriemeister Klaas. Und die Technikprüfung, guck mal hier, steht Klaas Technologie, Produktionsprozesse. Ansonsten ist das absolut exakt identisch. Wie Industriemeister Metall- und Elektrotechnik. Die rechte Seite, die ich hier mitgebracht habe, das ist der Industriemeister Mechatronik. Achtung, also ich habe ja gesagt, neues Beispiel. Was siehst du hier bei der Organisationsprüfung? Wieder diese drei, Kostenwesen, Planung, Steuerung, Kommunikation, Arbeits-, Umwelt-, Gesundheitsschutz. Dann Personalführung, Entwicklung, QM,
Aber die Technikprüfung ist anders. Aha, bei den Mechatronikern geht es um Systemintegration, technische Applikation, Kundenunterstützung und Service. Jo, die Technikprüfung ist wieder anders. Aber du siehst hier den Beweis, wir haben vier Rahmenlehrpläne nebeneinander gehalten. Die beiden hier, linke Seite Glas, rechte Seite Mechatronik. Hier haben wir linke Seite Elektrotechnik, ja, Elektro und rechte Seite Metall. Alles ist exakt identisch. Die BQ sowie die HQ, Römisch 2, Römisch 3, lediglich Römisch 1, die Technikprüfung ist unterschiedlich. Jetzt hast du gesehen, es ist eigentlich egal, welche Industriemeister du machst. Ja, das ist immer gleich schwer. Du hast so gut wie die gleichen Themen, die gleichen Prüfungsfragen, die gleichen Aufgabenstellungen. Lediglich die Technikprüfung ist unterschiedlich. Welche Industriemeister du jetzt machen willst, das musst letztendlich du wissen und überlegen, was in deinem Lebenslauf am meisten Sinn macht. Naja, bitte denke mal dran, wenn du Industriemeister Lebensmittel machst oder Süßwaren, dann bist du schon sehr spezifisch auf eine Branche. Solltest du das Unternehmen wechseln wollen, gibt es vielleicht Unternehmen, die unter Umständen nichts damit anfangen können. Zudem ist es so, je spezifischer es wird, desto teurer werden die Meisterschulen, weil es gibt so ein paar, die sagen, oh, Industriemeister Süßwaren, ganz exotisch, wir sind die einzige Meisterschule in Deutschland, und dann drehen die den Preis massiv nach oben. Also da bitte drauf achten. Ja, wenn du jetzt weißt, welche Industriemeister du machen möchtest und willst wissen, wie du das Ganze machen kannst, dann melde dich doch gerne bei uns auf unserer Webseite www.bildungsfabrik-online.de. Wir werden mit dir Kontakt aufnehmen und schon bald ein persönliches Gespräch miteinander führen. Ich freue mich drauf. Bis bald, bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Ciao.